deine ganze Geschichte. In der Tiefe, von welcher hier die Rede ist, gibt es keinen Unterschied zwischen dir und mir. Also sage ich du und meine dich, mich und jeden anderen. Du dachtest, wenn's Gott gibt, dann gibt es Gott und es gibt Mensch. Du dachtest, Gott hätte dich erschaffen oder Gott sei dein innerster Kern oder Gott wäre eine liebende Allmacht oder eine Art Weltgesetz. Das dachtest du in einem Teil von dir, der Mensch heißt. Nun, du bist nicht Mensch, nicht Gott und nicht die Summe der beiden. Hier ist deine ganze Geschichte, dicht gedichtet, Schicht für Schicht geschichtet. All in mir. Nichts und eins und alles. Werden, sein, entwerden. Noch ganz ungetrennt, noch eins all. All in mir. Vor Anfang. Goldener Urhonig. Null. Nichts. Im Anfang war kein Wort. Kein Wort und kein Gott. Das alles entstand erst später. In diesem zweiten Anfang gab es rein gar nichts. Das absolute Nichtsein, das nicht existiert. Die Nicht-Existenz, die es nicht gibt. Entwerden, Urtod, schwarzes Loch, ewige Atemlosigkeit. Aber da, wo es nichts gibt, ist auch noch kein Anfang. Eins. Du bist. Hier ist der dritte Anfang. Und im Anfang bist du ganz allein. Du selbst bist der Anfang. Du erwachst aus dem Nichtsein ins Sein. Und du bist dieses blanke Sein, nichts anderes. Dein Erwachen geschieht immer nirgendwann, in einem ewigen Augenblick vor der Zeit. Du betrittst die Bühne der Geschichte und du bist das Betreten, die Bühne und die Geschichte. Aber das weißt du noch gar nicht, denn das Wissen ist noch nicht geboren und der Gedanke ist noch nicht da. Warum gibt es dich auf einmal? Die Frage hat keinen Sinn, denn es gibt noch keinen Sinn und keine Fragen. Warum gibt es auch noch nicht? Denn warum entspringt der Zweiheit von Ursache und Wirkung? Aber hier gibt es noch keine Zweiheit. Das Einzige, was es gibt, bist du. Außer dir gibt es nichts. Du gebierst dich selbst. Du erhebst dich aus dem ewigen Nichts ins ewige Leben. Du bist das Bewusstsein deiner unauslöschlichen Existenz.
Dein grenzenloser Jubel darüber ist zugleich das absolute Entsetzen. Du bist lebendig begraben. Du selbst bist dein Sarg. Und außer dir gibt es nicht einmal die Leere. In dieser Falle kannst du nicht mal sterben, weil du selbst das Leben bist. Das nackte Sein ist unerträglich. Eins, du kannst. Du bist immer noch im ewigen Moment deiner Selbstgeburt, im jubelnden Entsetzen des Seins. Tausend Ewigkeiten später, das heißt im selben Augenblick, ist dir plötzlich kristallklar, dass du nicht nur bist, sondern auch kannst. Du kannst. Und zwar alles. Dir ist offensichtlich, dass dein Alles-Können eine absolute, unbegrenzte Macht ist. Und dass dieser Zustand dir die Erlösung aus deiner Einheit bringt. Du erkennst dich als unendliches Potenzial und verwandelst dich dadurch ins Werden, um die Welt in dir zu gebären. Somit bist du der tätige Wille zur Schöpfung, der Architekt. Du bist immer noch in der ewig ersten Mikrosekunde, immer noch eins, aber die Spannung in dir zwischen dem Sein und dem Werden, zwischen Yin und Yang, ist so unermesslich, dass du platzt. Ja, du zerspringst, und zwar in zwei Richtungen zugleich. Als Werden explodierst du nach außen und als Sein implodierst du nach innen. Du urknallst, du bewegst dich auseinander und erschaffst in dir durch Bewegung Zeit und Raum. Du verwandelst dich in Spannweite, Mutter aller Zweiheit. Du bist die Polarität und jede Polarität, die es gibt. Dunkel und hell, innen und außen, weiblich und männlich, ganz und einzeln, möglich und wirklich. Du spaltest dich und wirst zur Spannung der Gegensätze, zum Weltbogen, gezogen zum ersten Schuss. Eine Seite des Bogens ist die Ganzheit, die andere Einzelheit. Ein Flügel von dir ist Gott, der andere Mensch. Um deine Zweiheit ganz zu verstehen, bedenke, dein Göttliches stammt vom Sein, dein Menschliches vom Werden. Du wirst als Sein zum Spielfeld und als Tun zum Spieler. Das Tun gebiert Tat und Täter, unzählige Menschen. Wir sind deine Vielgestalt, hier noch keine Personen. Wir sind Hologramme Gottes und dennoch ist jedes dieser Wesen durch seine Bestimmung ein unikales Selbst. Hier sind wir nicht mehr eins, du und ich. Wir sind jetzt zwei Wellen. Als Wasser zwar gleich und doch zwei Wellen. Als Wasser dasselbe wie der Gott Ozean und doch erheben wir uns einzeln daraus.
3. Du schöpfst. Jede Stufe der Schöpfung ist das Kind bei der vorherigen, ihre verwandelte Summe. Als das Werden mit aller Gewalt durch die Polarität schießt, gehen sie in drei Reiche auf. Du erwachst plötzlich im neuen Dasein als kosmische Dreifaltigkeit, als Triade neuer Grundprinzipien, Information, Energie und Materie. Aus diesen Substanzen lässt sich wunderbar eine manifeste Welt bauen, was du als Gott mit grenzenloser Kreativität, Liebe und Grausamkeit sofort und immerwährend betreibst. Als Schöpfer der Schöpfung erschöpfst du dich in sie hinein. Als Schöpfer des Universalwesens beginnst du zugleich, dich als dreiteiligen Menschen zu schaffen. Du kreierst dafür drei kosmische Instanzen: Geist, Seele und Leib. Aus Information erzeugst du deinen Geist. Aus Energie bildest du deine Seele. Und aus Materie machst du deinen Leib. So enthältst du alles, was die Welt enthält. Dein Geist brodelt von Formen und Möglichkeiten. Dein Leib wirkt das dichte, dunkle Gewebe der Existenz. Zwischen ihnen schwingt deine verbindende Seele, zum füllenden Dualwesen gewordene Zweiheit. Sie schwingt vom Leid zur Freude und zurück und immer wieder. Du siehst, deine Evolution schreitet voran und du wirst immer komplexer. Das Gefüge deiner kosmischen Instanzen ist nicht starr, es ist beweglich. Du löst und bindest sie auf 5 verschiedene Arten, was dir in den 5 Zeitaltern unterschiedliche Fähigkeiten beschert. Nun siehe, es gibt Wesenheit und es gibt Ausdruck. Dein Geist ist nicht dein Verstand. Deine Seele ist nicht deine Psyche. Dein Leib ist nicht dein physischer Körper. Also reden wir hier noch nicht vom Menschen aus Fleisch und Blut? Nein, immer noch nicht. Denn dafür musst du dich zuerst gebären. Und du gebierst dich. Als Wesen der Biomaterie, als inkarnierten Menschen. Dafür fokussierst du jedes Mal deine drei Instanzen auf einen Brennpunkt und erschaffst eine neue Einheit namens Person. Für diese Synthese erzeugt dein Geist seinen komprimierten Vertreter, einen Sachbearbeiter, den wir Verstand oder Intellekt nennen. Deine Seele bildet die Psyche als ihren lebendigen Ausdruck und dein Leib baut den physischen Körper der Person, das tadellose Gefährt. Person als dreieiniges Wesen ist auch polar, geschlechtlich. Und so enthältst du weiterhin alles, was die Welt enthält. Nun sehen wir diese glänzende Spitze des Eisbergs, das fleischgewordene Sein. Diese neue Einheit ohne Einfachheit, Einheit in der Einzelheit, Lichtjahre von der Ureinheit des Seins entfernt. Jetzt schaue auf den Anfang zurück und erkenne deine neue Spannweite. Siehe,
Die Polarität der Erdenstunde ist um Welten übertroffen. Der Bogen spannt sich jetzt vom Absoluten zum absolut Speziellen, zum Unikum, zum Individuum. Zu dir als Person, denn in deiner Fokussierung, in der endgültigen Vereinzelung hast du etwas erreicht, was auf unteren Seinsstufen nicht existieren konnte. Du bist nicht mehr ganz, nicht mehr rund, sondern ausgerichtet. Das heißt, du kannst in jede einzelne Richtung wirken. Und du kannst diese Richtung selbst wählen. Ja, du musst es sogar. Hast du einen freien Willen? Nur du hast einen freien Willen, Gott nicht. Gott wirkt unabwendbar, unbedingt, total. Gott hat keine Wahl, weil er alles wählt. Du dagegen bist unausweichlich frei. Du wählst und entscheidest zwangsläufig. Und genau darauf lief das Ganze hinaus, auf deine unvermeidliche Freiheit. Sie ist das leuchtende Kronjuwel der Schöpfung. Und du steckst darin wie eine Mücke im Bernstein. 8. Du erinnerst dich. Als inkarnierter Mensch erreichst du die größtmögliche Entfernung von der Einheit. Es dauert aber viele Leben, bis du deinen Ursprung einigermaßen vergessen kannst. Und es dauert weitere viele Leben, bis du die Freiheit akzeptierst und lebst. Jedes Mal kannst du dich ein Stück besser auf die Brennpunkte deiner Ganzheit konzentrieren, auf deine Personen, auf deine Inkarnation. Du tobst dich kreativ aus. Du formst deine eigenen Sandfiguren am Strand des Lebens. Die Wellen der Zeit spülen sie fort. Und du schaffst neue und neue und neue. Du machst Ritter, Priester, Bauer. Du spielst den Gerechten und den Dieb. Du wirst zum Täter und zum Opfer, zum Herrn, zum Knecht, zu allem Möglichen, bis dir irgendwann nichts Neues mehr einfällt. Dafür fällt dir etwas Neues auf. Der Strand, das Meer, die Figuren, das alles befindet sich in deiner eigenen Goldpfanne. All die Wellen rollen durch deine Handbewegung. Und du siehst, dass nicht all dein Sand restlos fortgespült worden ist. Es sind unzählige Goldkörnchen und gar Nuggets in deinem Sichertrog. Du hast wohl aus jedem Leben das Wertvollste mitgenommen. Und was ist mit deiner gegenwärtigen Person? Sie ist nun am Weiterziehen behindert. Das Gewicht deines Goldes hält sie fest. Es zwingt sie zur Suche im Inneren. Sie ahnt, sie wähnt, sie grübelt, da war doch was. Sie denkt, sie liest, sie glaubt. Da ist doch mehr zwischen Himmel und Erde. Sie sucht, sie prüft, sie rätselt. Welche Lehre führt zu Gott? Nicht wahr, mein Freund? Es ist so angenehm, eine weise, lenkende Allmacht hinter uns zu träumen. Einen gütigen mit einem perfekten Plan. Aber du lässt auch deine Person sich langsam erinnern.
einen gütigen, liebenden, allmächtigen, den gibt es nicht und gab es nie. Es ist eine göttliche Dimension in dir und sie kann weder lenken noch entscheiden. Sie steht auf allen Seiten. Sie will alles und macht alles. Das Göttliche hat keine Ausrichtung. Deswegen hat auch die Welt keine. Aber du als Individuum, als Speerspitze der Schöpfung, du kannst entscheiden. Genau genommen, du entscheidest. Immer und unausweichlich. Selbst wenn du entscheidest, nicht zu entscheiden, entscheidest du dich bloß fürs Laufen lassen. Wenn du entscheidest, Gottes Willen zu tun, zwingst du Gott deinen Willen auf. Und Gott in dir nickt immer ab. Er ist naturgemäß mit allem einverstanden. Dein Plan ist immer Gottes Plan. Ob du Herzen heilst oder Köpfe einschlägst, Gott ist immer auf deiner Seite. Er kann nicht anders. Darum, du trägst die Verantwortung, nicht Gott. Immer und in allen Fällen. Für deine Gesundheit, für dein Glück, für deine ganze Welt. Du allein. Du löst dich auf. Wenn du auch Gott bist, warum fühlst du dich nur als Person? Nein, das tust du eben nicht. Du spürst alle Ebenen der Existenz. Nur das Gottsein ist deine diffuseste Empfindung. Wenn du mit den Fingern über die raue Haut des Lebens fährst, spürst du das Leben auf deinen Fingern, nicht im ganzen Leib. Die fokussierte, jetzige Empfindung ist immer die stärkste. Deswegen erlebst du dich, Person, viel klarer als dich, Gott. Ein Baum kann sich als Baum spüren. Aber auch als Wurzelwerk, als Stamm, als Geäst, als jeder beliebige Zweig darin, als ein grünes Blatt im Wind. Das Blatt dagegen, das schönste, lebendigste und kurzlebigste am Baum, flattert im Wind, badet im Licht und spürt seine mächtigen Wurzeln nicht mehr. Darum erkenne, dass du Blatt und Baum bist. Du kannst nicht als Person deiner Göttlichkeit gewahr werden. Dafür musst du runter, in deine Ganzheit, ins Verschwommene. Du musst dort fühlen, wo du noch kein Individuum bist. Geh hin und höre Gott in dir beten. Sohn unser auf Erden, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Höre hin und begreife, du trägst die Verantwortung für Gott, du allein. Jeder von uns geht zurück, so wie er ist, erfahren, geschlagen, bereichert, frei. Du und ich und jeder ist dabei, das Göttliche in sich und durch sich zu befreien. Gott befreien? Unbedingt. Aber dort auch nicht stehen bleiben. Du gehst durch dein Göttliches hindurch, wie das Schwert durchs Wasser. Tiefer,
durch deine Polarität tiefer durchs Werden und noch tiefer in die abgründigste Tiefe, wo du als reines Selbst Ewigkeiten meditierst. Genau dort gehst du hin, in den Urgrund und verwandelst alles durch deine Präsenz. Ist das schwer, unglaublich, unmöglich? Oh nein, das ist gar keine Heldentat. Das geschieht wie von alleine. Wie ein Sonnenstrahl die Blume öffnet, nur weil sich die Blume öffnet. Das ist das Natürliche der Welt, wenn die Welt zerschmilzt. Du verwandelst alle Ebenen der Existenz, einzig durch dein Gewahrsein. Du transzendierst sie alle, indem du sie in dir gänzlich auflöst. Du erlischst jede Form, löst Mensch und Gott und Sein auf, und die Allheit bricht herein. Die Allheit, diese völlig neue, verschmolzene Einheit, ist etwas, was noch nie da gewesen ist. Einundzwanzig. Du verwandelst dich. Die Raupe löst sich auf. Sie stirbt und wird ganz flüssig. Das ganze Flüssige, was früher Raupe war, gebiert sich neu als Schmetterling. Alles, was für die Raupe schwer, unglaublich, unmöglich war, löst sich auf. Für den Schmetterling ist alles leicht. Er fliegt. Wohin fliegt er? Dorthin, wo neue Universen ihre bunten Flügel ausbreiten. Du bist nicht Mensch, nicht Gott, nicht Sein und nicht die Summe all dessen. Du bist das Werdende, nie Dagewesene, der Neubeginn des Seins. Du und ich. Ich danke dir dafür, dass du mir die ganze Geschichte erzählt hast. Ich weiß, in der Tiefe, von welcher hier die Rede war, gibt es keinen Unterschied zwischen dir und mir. Du bist das Werdende, nie Dagewesene. Lass die Engel dich beneiden und gehe deinen Weg.